herzlich willkommen in mein Haus. Komm bitte einfach rein. Ja, da ist mein Haus. Und darf ich mal kurz vorstellen, mein Name ist Nguyen Thị Hồng Minh. Aber ihr könnt mich auch Minh nennen. Ich bin mit 17 Jahren nach Deutschland aus Vietnam gekommen. Und nun bin ich 32 Jahre in Deutschland. In Nebü bin ich 21 Jahre Restaurantinhaberin in Nebü mit meinem Mann zusammen. Und habe vor 3 Jahren aus Sylt eine Praxis, eine Wellness für Gesundheit, für glückliche Menschen. Ich liebe Sylt. Ich liebe Sylt, weil das ist eine wunderschöne Insel mit so viel schöne Geschäfte. Ich gehe auch gerne in Shopping. In meiner Lieblingsinsel. Und so schöne Geschäfte, so schöne Menschen von ganz überall nach Sylt gekommen. Und diese Insel zu genießen, entspannen. Und gestern meine Träume ist in wirklich. Heute, ich habe den Anruf bekommen und meine Tochter hat gesagt, oh Mama, Mama, was machst du? Also, ist überhaupt kein Problem, wenn ich nicht gewinnen oder nicht irgendwas, aber Hauptsache, das ist einfach teilnehmen und gucken, ob ich meine Träume verwirklichen. So, ich möchte gerne meine Modellstil ist bequem und praktisch, weil ich stets vor meine Klienten oder in meinem Workshop, meinem Seminar mit die Farbe und bunte Farbe, damit ich diese Fröhlichkeit zeigen und positiv zeigen. Ich möchte auch gerne zeigen, dass ich anders bin und dass ich einmalig bin. Ich nehme gerne zum Shopping Queen meine deutsche Mama mit. Sie heißt Uschi Christiansen. Wir kennen uns vor langen Jahren im Restaurant und sie nehmen alle meine Kinder und meine Familie mit liebevoll alt wie eigenen Kinder oder noch besser. Und wir haben sehr, sehr gut dieses Vertrauen. Sie hat so guten Geschmack über Shopping, zum Kleidung und ist auch mein Vorbild. Und ich glaube schon, dass sie mich gut beraten kann. Also das freue ich mich total drauf. Da ist mein Kleiderschrank. Also, nicht so richtig ordentlich auf, weil ich bin auch noch nicht richtig Ordnung. Und da ist die ganze Kleider, Modell, die Kleider aus Vietnam. Die Traditionkleider aus Vietnam. Hier zeige ich euch zwei meiner Lieblingskleider und typisch vietnamesig. Und wollte ich euch nachher zeigen, wie das aussieht. Ja, das ist meine vietnamesische Kleid, wo ich über 20 Jahre angezogen an meiner Hochzeitstag. Und ich bin immer wohlfühlen, wenn ich das wieder anziehe. Dann spüre ich wieder dieses Glückgefühl. Also, wie sehe ich auch? Hallo, hier ist noch eine Kleid, wo ich gerne euch zeigen. Ist das eine Traditionkleider aus Vietnam, typisch vietnamesisch. Schau mal an. Und ich trage so gerne in Silvester oder Feier in meinem Restaurant. Und jedes Mal, wenn ich das anziehe und viele deutsche Gäste haben gesagt, oh mein, wow, das ist so schön. Dann möchte ich auch gerne haben und deswegen, wenn ich Urlaub in Vietnam habe, ist auch viele Stammgäste hat gesagt, Ming, du kannst auch für mich eine bestellen. Also, wie sieht ich aus? Wie sieht das aus? Was man innerlich wünschen, dann kann man auch manifestieren und einfach probieren und dieses Potenzial entfalten. Einfach Spaß machen, kreativ sein. Und das möchte ich auch gerne darüber bringen.
Das meine ich. Und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Alles, alles Liebe.